In Spanien hat die Zahl der Coronavirus-Toten mit 832 innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand erreicht. Gleichzeitig wurden 1,2 Millionen Schutzmasken aus China nach Madrid geliefert. Weil sich die Krise weiter verschärft, fährt Ministerpräsident Pedro Sánchez die Produktion weiter zurück. Alle Arbeiter in nicht systemrelevanten Bereichen müssen in den kommenden beiden Wochen zu Hause bleiben, wie am Wochenende. Weltweit gibt es mehr als 650.000 bestätigte Fälle von Covid-19 und mehr als 30.000 Tote. 10.000 davon in Italien, 5.800 in Spanien. In beiden Ländern sind es deutlich mehr Tote als in China. Mithilfe der Bergjäger ist in Bergamo in der Lombardei ein Feldlazarett aufgebaut worden, in dem bald 230 Patienten behandelt werden sollen. Ähnliche Einrichtungen wurden zuvor in Katastrophengebieten eingesetzt. Per Flugzeug, Hubschrauber, Zug und Bus werden in Frankreich schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus dem Elsass in andere Regionen gebracht. Auch im Großraum Paris fehlen inzwischen Intensivbetten. In Frankreich liegen fast 4.300 Patienten auf Intensivstationen. In Großbritannien ist es, anders als in Frankreich, noch erlaubt, in Parks spazieren zu gehen. Allerdings nicht mehr in Gruppen. Darauf achtet jetzt auch die Polizei. Die Zahl der britischen Todesfälle ist auf über 1.000 gestiegen.